Ja, Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ob das ein Let's Play oder ein Let's Play Short wird, weiß ich leider selber noch nicht. Aber ja, was wollen wir denn heute spielen? Ihr habt es bereits im Titel gesehen, aber hier im Video seht ihr es noch nicht. Erstmal vorerst fröhliche Weihnachten euch allen! Ja, vielleicht habt ihr schon eure Geschenke bekommen oder vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt für euch ein Geschenk. Und zwar gehe ich jetzt erstmal in den entsprechenden Ordner. Jazz Xmas, was könnte das sein? Ist das vielleicht so ein Demo-Programm für Musik, wo Jazz gespielt wird? Keineswegs. Könnt ihr euch dann noch erinnern an das Let's Play von Jazz Jack Rabbit? Das ist schon ein Jahr her. Im August 2013 habe ich dieses Spiel gespielt. Ich glaube, war das August 2013? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo in der Drehe. Sommer 2013, sagen wir es einfach mal so. Das erste Spiel, was ich auf dem Retro-Rechner gespielt habe, mit Capture-Karte aufgenommen. Und ja, von diesem Spiel gibt es übrigens eine weitere Shareware-Version, die ein bisschen weihnachtlich gestaltet ist, aus dem gleichen Jahr. Deshalb spielen wir jetzt Jazz Jack Rabbit in der Holiday-Hair-Version. Ich glaube, so heißt das. Und was wir da vorher machen werden, natürlich werden wir erstmal den Ton einstellen. Wir haben natürlich eine entsprechende Soundkarte. Da geht ja auch ultra hohe Qualität. Das sollte gespeichert sein. Und please type Jazz to begin. Das machen wir natürlich. So, wie bereits erwähnt, das ist nicht das richtige Original, sondern das ist ein modifiziertes Original. Wie man hier sehen kann, fällt auch ein bisschen Schnee auf die Schrift, das ist schön gemacht. Wir wollen erstmal ins Setup gucken, das passt eigentlich soweit. Change Keys, ja, sollte so passen. Na gut, dann wollen wir mal ein neues Spiel beginnen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen ganz, ganz leicht. Heute ist Weihnachten, also da können wir uns da mal ruhig was Leichtes gönnen. Weil ihr sagt, ihr habt euch schon mit Keksen vollgefressen, da können wir auch ruhig mal leicht spielen. Wie gesagt, wir hatten ja letztens da oben die 1 gespielt. Wir können ja mal da hochscrollen, wenn das so schnell geht. The Final Clash, genau. Da kämpfen wir normalerweise gegen die Schildkröte. Aber mal gucken, gegen was wir denn im Holiday Hair kämpfen. Wir hatten ja die 1, den Turtle Terror. Kann man nicht wieder von... Ah, Z-Bonus-Levels. Aber wir spielen nur das Holiday Hair und das ist das Weihnachtslevel. Holidays Hair, nee, Holidaius heißt der Planet. Und mal schauen, wie es da so aussieht. Auf jeden Fall eisekalt, der friert ja sich den Arsch ab. So, wow. Müssen uns wieder umgewöhnen, das ist ein Jump'n'Run. Verzeiht mir übrigens diese kleinen Bildfehler, die der Jazz hier ab und an hat. Also, dass da so ein Doppelbildeffekt ist. Ich weiß leider selber nicht, was das sein könnte. Aber manchmal geht das auch wieder weg. Wie zum Beispiel jetzt. Jetzt ist das zum Beispiel weg. Wenn da nicht viel zu sehen ist. So, den Rocket Launcher möchte ich nicht unbedingt. So. Wir haben natürlich wieder mit einigen Gegnern zu tun. Müssen wieder Punkte aufsammeln. Wie gesagt, Jazz Jack Rabbit ist ja so eine Art Sonic nur mit Hasen und für den PC. Obwohl es auch mal Sonic für PC gab. So, weg mit dir. Wir versuchen uns mal wieder richtig schön zu spielen. Guck mal, selbst das Ding, das da sieht aus wie bei Sonic. Wir konnten noch gerade hier rein. Darf ich überhaupt den Vogel befreien? Oder ist das mein teurer Assistent? Ich weiß nicht, der Vogel fliegt mir jetzt hinterher. Also ich spiele jetzt selber ein bisschen blind. So, mal gucken. Blalalala. Yam! Ah, ich glaube, dann haben wir wieder Leben aufgesammelt. So, mal wieder aufsammeln. Viele Punkte gibt's hier. So, es geht hier lang natürlich. Ach! Schau an, die können wir so richtig schön wegjagen. Hihihi. Aber jetzt können wir das nur einmal machen. Schade. Natürlich können wir auch auf den Bäumen spazieren. Jetzt sind wir auch schon fertig. Yay! Dam, 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 badam, badam, badam.
Ach nee, das ist tatsächlich ein Assistent. Guck dir das mal an, der macht die ganzen Gegner fertig. Gut, wir waren eigentlich schon am Ende, also würde ich auch einfach mal sagen. So. Ach nee, wir sind noch nicht am Ende, das ist bloß... Ach ja, das war ja der Speicherpunkt, ich vergaß. So, manchmal bombardiert der Vogel mich. Ist ein bisschen komisch. Hoppala. Nein, bin ich wieder abgeschmiert. Scheiße. Darunter wollte ich doch gar nicht. Coole Musik vor allen Dingen. So, jetzt sind wir wieder drüben. Aber die Musik ist voll cool. So kann man mal mit 8-Bit-Musik schön Weihnachten feiern. Oder ist das 16-Bit? Naja. Jetzt haben wir wenig Leben. Ich habe doch einfach ausgewählt. So, mal gucken. So, was haben wir jetzt für Waffen? Den Toaster. Nein. Das wollte ich nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn ich brauche Leben. Mann, ich war damals mal wesentlich besser. Nochmal hoch. Hui. Da war was. Keine Ahnung, was wir eingesammelt haben. Bestimmt sehr viele Punkte. Huch, was war das? Das war auch bestimmt wieder sowas, wo wir länger überleben können. So, ja, das war das, wo wir fertig waren. Und er friert ganz schön in das Häschen. So, wir sind wieder beim Bonus-Level. Das läuft wenigstens ruckelfrei. So, mal gucken. Sieht genauso aus wie bei Sonic. Also zumindest ist das so ähnlich. So, hier kann man nicht langlaufen. Wir haben da einen Punkt vergessen. Das sieht dann wiederum nicht so winterlich aus, aber ist dann so ähnlich. Mal gucken, ob wir hier alle Punkte finden können. Auf jeden Fall wieder schön Musikbegleitung. Ich mag die voll. So, wir haben ja Zeit. Genug Zeit, diese 35 Vierecke zu sammeln. Da haben wir noch welche. Da. Da haben wir eins vergessen. Nee. So. Können wir genug Bonus einsammeln. Mal gucken, wo uns noch welche fehlen. Springen können wir ja auch. Nur nicht hier rüber. Nee, das geht nicht. Schade. Wo fehlen uns noch welche? 5 fehlen uns noch. Da nicht. Die Musik... Ihr könnt über die Musik sagen, was ihr wollt. Ich mag sie einfach. So, da mal 31. Hier hinten hatte ich noch welche gesehen, aber wie kommt man da hin? Da war's. 34, wo ist das letzte? Da. Hey, da gab's noch mehr. Bonus Stage clear, extra life. Wuhu. Level 2. Now approaching Holidays. Und weiter geht es. Im vollrockigen Jump'n'Run mit Jazz Jack Rabbit. Wir können zurücklaufen und da haben wir gleich ein schönes Secret. Frohe Weihnachten an euch alle! Yeah, voll geile Scheiße! Auf die Gegner sollte ich auch mal ein bisschen mehr achten. Walalalala. So. RF-Missiles. Die haben sogar mehrere Geschosse.
Aber nehmen wir erstmal den Toaster. So. Zum ersten Mal oben. Hm. Waffen. Waffen sind immer gut. Punkte sind auch immer gut. Immer gut gebrauchen. Ein Save Point. So schnell. Und ein paar Health Points. Uppla. Au. Das wird die neue Weihnachtsmucke. Yeah. Wuhu. Na, jetzt mal wieder runtergeflogen. Mal gucken, solche Spiele schafft man ja immer ganz gut. Ist ja von Epic Mega Games. Die haben ja wirklich... Ja, man kann wirklich sagen, die haben es genau auf den Punkt gebracht. Die haben epische Spiele rausgebracht. So. Nein! Ach, Mensch. Immer schön ruhig bleiben. Genauso wie bei den Fahrübungen mit der Kupplung. Da, so. Irgendwann klappt das. Nein! Mann, die Bewegungen sind noch ein bisschen merkwürdig, deshalb. So, mal gucken. Noch ein Versuch. So. Ah. So, jetzt sind wir ganz oben. Nein, 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 nein. Ach, Mensch. Was muss denn da auch ein Gegner rumsitzen? Das ist doch... Kann doch nicht wahr sein. Hm. Er friert sich hier... Du. Nein, jetzt sind wir tot. Verdammt. Da haben wir jetzt einen Hasen verloren. Verdammt. Wir dürfen nochmal da hoch. Nee. Die sind auch ein bisschen schnell unterwegs, die Affen hier. Ja. So, hier oben waren noch bestimmt noch Affen, genau. Ah. Vorsichtig. Man kann ja sehr leicht ausrutschen. So. Jetzt ganz vorsichtig. So. Jetzt mal mit Bedacht spielen. So. Ich glaube, jetzt sind wir auf einer sicheren Höhe. Das, was jetzt auch einigermaßen gut durchdringen könnten. Na ja. Aber immer auf die plötzlich auftauchenden Affen achten. Komme ich denn da auch? Okay. So, haben wir wieder einen neuen Save Point. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ne, weitere Waffen haben wir jetzt leider nicht mehr. Verdammt. Aber jetzt kriegen wir automatisch wieder neue Waffen. Ich glaube, wir müssen immer mal schießen. So haben wir uns wieder teleportiert. Aber wie gesagt, die Level sind gar nicht mal so einfach. Ich hatte das Spiel viel einfacher in Erinnerung. So, ja. Yeah. So. Nein. Nochmal. Hoch. Und da sind wir hoch. Da. Dahin. Ja. Blöde Affen. Nee. Jo, das haben wir auch geschafft. Ist aber gar nicht mal so einfach, das Spiel. Level 3. Holidays. Das wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Sehr schön. Oh Gott, wir haben ja noch härtere Gegner hier. Die sind mal nicht eben mit einem Schuss weg, aber die sind wenigstens schön langsam.
wollen das Weihnachtsfest zerstören. Daran müssen wir dran denken. Die wollen nichts Gutes. Wah. Huch. Was war das? Das ist so ein böser Arm. So. Die bösen Ärme. Ach schön. Ah. Aber manchmal gibt es ja auch keine Abschnitte, wo man wirklich mal so schön durchrushen könnte wie bei Sonic. Ah. Die bösen Ärmchen hier. Nein. So, wie kommen wir da hoch? So könnte man da hochkommen. Aber das müssen wir auch irgendwie probieren, weil es ist extrem rutschig. Ist zwar aktuell zwar nicht der Fall, weil ja, wir haben ja einen sehr tollen Winter, muss man ja bedenken. Wir haben ja so gut wie keinen Schnee. Oh, jetzt sind wir da runtergefallen. Na, Glückwunsch. Aber wir können auch von hier oben anfangen. Ah, die blöden Ärmel hier. So, mal hoch. Ja. Nein, da müssen wir hoch. Nein, ah, wir waren fast dran. Der blöde Arm da. Der blöde Arm da. So, jetzt war er weg. Nein, verdammt. Gott, wie spiele ich ihn heute? Ne. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen werden hier. Ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Muss schon ein bisschen Geduld her. Nein. Eieieiei, schaffe ich es nicht mal durchs dritte Level. Wahnsinn. Boah. Nee, jetzt war ich richtig schlecht hier. Naja. Einen Versuch haben wir noch, aber ich glaube, der wird auch scheitern. Sagt, echt nicht einfach. Ach, hier hat man ja Leben. Ne. So, mal gucken. Die blöden Ärmel hier. Aber sehr schöne Musik. Sehr schöne Musikbegleitung. Kommen dann immer genau zu unpassenden Momenten. So, hier glaube ich, unten hat man ja noch Leben. Ah, die haben wir aber gleich wieder weg. Also, ja, manche Level sind hier richtig schwer. Wenn man erstmal versuchen muss, hochzuspringen. Ja, jetzt sind wir leider komplett tot. Game over, continue. No. Na gut, wollen wir uns mal in die Liste verewigen. Immerhin 55.670 Punkte, da sind wir eigentlich sehr gut. Sind wir noch besser als Arjan, Cliff, Nick, Robert, Tim, Mark, Nigel, Mike und Craig. Natürlich. Ich liebe diese Musik. Boah. Na gut, habe ich jetzt zwar nicht das beste Gameplay gezeigt, aber hey, dafür habe ich euch mal wenigstens mal was Weihnachtliches zu Weihnachten gezeigt. Hatte ich sonst nie. Sonst war eine Winterlandschaft bei Bus Driver, aber ja,
habe ich euch mal was Winterliches gezeigt. Von The Creators of Jazz Thank You for Playing. Genau. Und Epic Mega Games war der Publisher. Sehr gute Publisher sind das. Da sieht man es, das ist eine Special Shareware Christmas Edition gewesen. Und die gab es tatsächlich kostenlos. Einfach so als kostenlose Beigabe zu Weihnachten. So freundlich waren die damals. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war es mit den merkwürdigen Geräuschkulissen des Smartphones, das ich wieder nicht stumm geschalten habe. Und dann sage ich einfach mal fröhliche Weihnachten und noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Kebu. Tschüssi!